Okay. Vielen Dank für alles, was heute Morgen schon gelaufen ist. Komm, wir geben unserer Band auch mal einen Applaus. Das war ganz wunderbar. Vielen Dank, dass ihr es uns leicht gemacht habt, mit euch in Gottes Gegenwart hineinzugehen und ihn anzubeten. Kurz nochmal nur zum Detail. Also grundsätzlich können wir natürlich Spendenbescheinigungen ausstellen, nur für diese Sammlung fürs Blaugold. Das ist einfach, dass wir hier das Blaugold unterstützen. Und in dem Rahmen ist es einfach, wenn du möchtest, dann schenkst du dem Blaugold was. Das hilft uns, dieses evangelistische Projekt nach vorne zu bringen. Ich bin richtig happy mit euch, wieder hier zu sein. Wir waren in Malawi eine Woche und ein paar von uns sogar 10 Tage. Und es war wunderbar, wir sind seit 12 Jahren dort. Das ist eine richtige Allianz, die Gott gestiftet hat, sind dort mit Jugend, mit einer Mission engstens verbunden und haben dieses Jahr dort eine Pastorenkonferenz in der Hauptstadt gemacht. Und der Herzschlag war, dass wir sie einfach so über die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes, darüber gesprochen haben, aber vor allem haben wir es gemeinsam erlebt. Das hat ein bisschen was damit zu tun, mit dem, was ich euch heute auch predigen möchte. Aber ich möchte euch auch ein Zeugnis geben, weil das gehört zusammen. Es ist immer gut zu erzählen, was Jesus getan hat. Und gleichzeitig ist es so schon eine Vorlage für das, was Gott heute auch tun möchte. Und es gilt für euch, die ihr hier vor Ort seid. Das gilt für euch am Livestream. Das gilt für euch in Marzahn. Einfach schön, dass es euch gibt. Ich möchte euch ein Zeugnis geben. In dieser Woche, Malawi war über Jahre eins der ärmsten Länder der Welt, vom Bruttosozialprodukt eigentlich letzter Platz. So, die sind nicht... haben nicht so riesig Hunger gehabt, weil die Felder oft haben und anbauen können, aber trotzdem so von der ganzen Wirtschaftsleistung eines der ärmsten Länder der Welt. Aber YWAM war es von Anfang an wichtig, dass man so diesen Herzschlag hineingibt, dass alle Nationen, wenn du zu Jesus gehört, dann bist du gerufen, das Evangelium weiterzugeben. Amen. Und Walter hat mal gesagt, nicht nur Jerusalem, sondern also damals Jerusalem, Samaria, bis an die Enden der Erde, Walter Heidenreich, sondern er hat uns gesagt, hey, es ist immer Jerusalem und die Enden der Erde. Amen. Also du bist gerufen, das Evangelium auf deiner Arbeitsstelle, in deinem Umfeld weiterzugeben, aber auch immer wieder dich aufzumachen, in die Nationen, an andere Orte, nicht jeder ein Jahr lang oder 10 Jahre oder 3 Monate, aber auch so eine Kurzzeitreise, wie jetzt mal so eine Woche, 2 Wochen mitzukommen, ich garantiere dir, das lohnt sich und das verändert das Leben. Amen. Das sagt unser Missionspastor. Amen. Ich habe dich gehört, Kajin. Und gleichzeitig ist es nicht nur für Westler, sondern die Vision von YWAM ist, alle Nationen sind gerufen, Nationen zu berühren. Auch die in Anführungszeichen ärmsten Länder der Welt. Und so eben auch Malawi. Sie haben von Anfang an diese Vision dort gesät, dass auch Leute aus Malawi, Menschen, wo vielleicht im Natürlichen es gar nicht so einfach ist finanziell, dass Gott eine Berufung für sie hat, andere Länder und Orte zu berühren. Und eins der ersten Ehepaare, was sich damals aufgemacht hat, so vor Jahren nach Kenia, die waren jetzt bei dieser Konferenz da. Ich kannte die nur vage. Mir geht es um das, was der Herr dort an ihnen getan hat. Und man hat sie so gesehen und man hat es nicht so richtig, ich wusste nicht viel von ihnen, aber uns als Team, einzelne von uns, hat es immer wieder dazu gezogen, dieser Frau zu segnen. Wir haben, wie gesagt, Raum für die Herrlichkeit Gottes gegeben, so wie wir es heute hier erlebt haben. Und wir haben immer wieder diese Frau gesegnet und sie hat empfangen, du hast gemerkt, sie wurde berührt, hat geweint, dann ist sie zu Boden gegangen, dann lag sie da ein bisschen, am nächsten Tag wieder. Immer wieder hat man so eine Barmherzigkeit Gottes gespürt, sie zu segnen, sie zu segnen. Und dann lag sie wieder und dann lag sie wieder und sie lag eigentlich immer mehr. Und so am Ende der Woche ist sie wieder in die Kraft Gottes gekommen und lag da 1,5 Stunden, vielleicht länger. Und dann ist sie aufgestanden. Und dann hat sie uns ihr Zeugnis erzählt und ich fasse das nur kurz zusammen. Sie sind als Ehepaar Gott nachgejagt, aber die letzten Jahre waren so herausfordernd. Sie haben so viele herausfordernde Situationen gehabt. Sie haben ein Kind verloren, sie haben dort im Norden Kenias, gab es dann Verfolgung auch von muslimischen Stämmen und Bewegungen, ähnlich von wie IS, also hier IS, aber anders gelagert. Und sie sind richtig in die Bredouille gekommen, richtig müde geworden. Das hat richtig Druck gebracht auf ihre Ehe, richtig Probleme gebracht in ihre Familie, obwohl sie Gott lieben und Gott nachjagen. Hey, so ist es manchmal. Du machst nichts falsch und manchmal wird es einfach so herausfordernd. Und sie wollte irgendwie nicht mehr und sie wollte dann auch ihre Ehe nicht mehr. Sie hat keine Hoffnung mehr gehabt. Sie hat gemerkt, das wird einfach nichts mehr. Und sie hat ihrem Mann gesagt, ey, wir müssen uns trennen. Ich habe einfach keine Hoffnung mehr. Und es ging über mehrere Jahre und ihr Mann... preis Gott für einen standhaften Mann in diesem Fall, hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und sie wollte aber unbedingt, aber er wollte nicht. Und dann hat er irgendwie Hoffnung gehabt,
jetzt für diese Konferenz und hat gesagt, komm, die wohnen 6, 7, 8 Stunden weg von der Hauptstadt, lass uns zu dieser Konferenz gehen, Gott wird was machen, nachdem das jetzt schon jahrelang so ist. Und sie hat gesagt, nein, sie will nicht. Und dann war er auch sehr schlau und hat zu Freunden gesagt, redet zu meiner Frau, dass sie unbedingt mitkommt auf diese Konferenz. Könnte auch umgekehrt sein, ja, könnte auch die Frau sein, die zu Freunden redet und sagt, ey, sag meinem Mann unbedingt, dass er mitkommt. Das geht nicht um wer auch immer, aber manchmal hat einer keine Hoffnung mehr, aber der andere hat ein inneres Bild. Im Endeffekt sind sie dort beide aufgeschlagen. Wir wussten nichts von der Story, ich wusste nichts von der Story, wir als Team nicht. Und dann lag sie da und sie lag und sie lag und sie lag. Und dann lag sie 1,5 Stunden am letzten Tag und dann steht sie auf, so berührt, so fröhlich, so überwältigt und erzählt uns, dass sie seit so langer Zeit sich sehnt, dass Jesus sie gewaltig berührt. Und dann erzählt sie, was sie da am Boden erlebt hat, wie Jesus zu ihr gekommen ist, wie er mit ihr in diese Jahre nach Kenia reingegangen ist, wie er die Dinge in ihrem Herzen ganz tief drin angerührt hat. Und sie war so überwältigt, dass sie dann gesagt hat, ich möchte meine Ehe erneuern. Sie hat gesagt, eigentlich wollte ich mich scheiden lassen, eigentlich war es klar, dass ich nicht mehr will. Und der Abschluss unserer Missionsreise war, dass wir am Samstag, bevor wir abgeflogen sind, einen Marriage Vow Renewal Gottesdienst gemacht haben, wo die beide sich neu versprochen haben, dass sie zusammenbleiben wollen und sie ihr Herz erzählt haben. Das war so gewaltig und so überwältigend schön. Und mich berührt es so, dass jetzt eine Story von vielen in dieser Herrlichkeit, die wir erlebt haben in dieser Woche, wir haben Momente gehabt von diesen 4, 5 Morgenden, an zwei haben wir zum Großteil gar nicht gebetet und Hände aufgelegt. Gottes Herrlichkeit ist so gekommen, dass in dieser Atmosphäre, wo wir einfach nur angebetet haben, wie heute, Jesus angeschaut haben, Menschen angefangen haben zu schreien, befreit wurden, geheult haben, körperlich gesund wurden. Einfach Jesus hat sich bewegt, das ist unser Erbteil, so ist unser Gott. Amen. Und ich bin so dankbar, dass es Teil unseres Hauses ist, dass es Teil unserer DNA ist, dass Gott uns das Privileg gibt, darüber zu reden, andere Gruppierungen und Gemeinden in Deutschland und im Ausland damit reinzunehmen. Und das ist etwas, was wirklich ist, ich werde es gleich teilen mit Gottes Wort, das ist unser größter Schatz, den wir niemals verlieren wollen. Amen. Gottes Gegenwart in unserer Mitte ist der größte Schatz. Du kannst ein ganzes religiöses Brimborium irgendwie haben und einen ganzen Ablauf und Musik und Lieder und das Richtige. Wenn Gott nicht spürbar manifest da ist, dann haben wir gar nichts. Wir brauchen den Herrn in unserer Mitte. Amen. Das ist, was wir brauchen. Und das wird auch bei der 3,5 so sein. Komm mit Erwartungen. Und ich möchte noch einen Satz sagen. Und wenn notwendig, komm mit Verzweiflung. Ich habe seit 2 Wochen dieses Bild von Hannah im Alten Testament. Sie konnte keine Kinder bekommen, die Mutter von Samuel. Vielleicht kennst du die Geschichte nicht. Sie hat einfach kein Kind bekommen, obwohl sie Gott geliebt hat. Und sie ist dann ins Haus Gottes gegangen und hat gefleht und hat so geschrien, dass der Priester damals dachte, die Frau ist total betrunken und irgendwie total außer sich. Aber sie sagt, ich bin nicht betrunken, sondern ich schütte hier mein Herz vor Gott aus. Und als sie das getan hat, ist das Wort Gottes geschehen und sie hat ein Versprechen bekommen, du wirst einen Sohn bekommen übers Jahr. Und ich empfinde, es sind Menschen hier, ihr liebt Gott aufrichtig und ihr steckt einfach fest. Und ich habe keine Ahnung, warum. Wir kennen das alle, dass es Bereiche gibt, wo wir einfach manchmal nicht weiterkommen. Und manchmal hat man Frieden und das ist in Ordnung. Manchmal hat man es unter den Füßen, das ist in Ordnung. Man merkt, okay, ich vertraue Gott und man hat Ruhe, man hat Frieden und Zuversicht. Preis dem Herrn, wenn es dir so geht. Wenn du in der Sackgasse bist, dann fang an, dein Herz auszugießen. Fang an, zu Gott zu schreien. Komm auf die Konferenz nächste Woche mit einer Erwartung. Gott, du musst etwas in meinem Herzen tun. Amen. Aber paare Verzweiflung mit Vertrauen. Nicht nur Verzweiflung, sondern wie die blutflüssige Frau. Schau dir die Woche an, wer Jesus ist. Er ist vertrauenswürdig. Und dann gieß dein Herz aus und erwarte, dass Gott etwas in deinem Leben tut. Amen. Ihr habt den Counter noch nicht gestartet, aber ich ziehe es ab. Also lasst ihn -5 Minuten laufen. Ihr könnt immer ihn einfach starten lassen, wenn wir anfangen, hier vorne zu quatschen. Sonst weiß man ja nicht, wann die Zeit vorbei ist. Okay, vielen Dank. Die Predigt heute ist ein Basic und wir reden über Davids Erfolgsrezept. David ist ein Mann aus der Bibel. Ein König, der ein Freund Gottes war, so sagt es die Bibel. Und sein Leben war super erfolgreich auf verschiedenen Ebenen. Wir können heute gar nicht alles anschauen. Aber er war so erfolgreich, dass Jesus, dass der Vater im Himmel beschlossen hat, seinen Sohn, Jesus, Sohn Davids zu nennen. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Warum will Gott, dass sein Sohn Jesus, also Gott selber, der Mensch geworden ist, assoziiert wird mit David?
Das ist ja, was in der Werbung heute passiert. Also du nimmst irgendein Sternchen, irgendeinen Supersportler und du lässt ihn deine Klamotten tragen, weil du willst, dass deine Klamotten assoziiert werden mit diesem Sportler, weil der steht für Erfolg, der steht für Gelingen, der steht für Schönheit oder was auch immer. Und du willst, dass Personen, die diesen Sportler sehen, dann sehen, oh, der trägt diese Klamotten oder oh, der benutzt diesen Rasierer oder oh, sie fährt dieses Auto. Also du möchtest Personen nehmen, die irgendwie für etwas stehen und dann dein Produkt mit ihnen assoziieren, weil du einfach sagst, ey, der steht für etwas und ich möchte im gleichen Atemzug mit dieser Person genannt werden. Und Gott sagt, ich möchte im gleichen Atemzug mit David genannt werden. Was eh schon fantastisch ist, dass Gott so ist, oder? Dass Gott sagt, ey, ich möchte mit David assoziiert werden. Ich mag den. Gott mag auch Mose und Deborah und dich und mich. Amen. Aber mit David, da ist schon was Besonderes. Und das wollen wir uns kurz anschauen heute. Ey, was macht das Leben von David aus? Man könnte tausende Sachen nennen. Ich möchte heute eins nennen. David war ein Mann, ein Mensch, der die Gegenwart Gottes geliebt hat. David liebte die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes. Wir wissen das, wenn du sein Leben studierst, und es lohnt sich, nimm mal 1. Buch Samuel, 2. Buch Samuel, studier sein Leben, lies über sein Leben, da sind so viele Lektionen drin, die sich wirklich lohnt, kennenzulernen. Aber wir sehen, David war jemand, der Gottes Gegenwart geliebt hat und der Gott kannte. Wir gehen gleich rein in Gottes Wort. Ich erzähle euch nur eine Geschichte, die die meisten kennen, selbst wenn du vielleicht nicht christlich oder gläubig groß geworden bist oder heute vielleicht hier zu Gast bist oder einfach zuschaust am Livestream und mal reingeklickt hast. Die Geschichte von David und Goliath kennen die meisten. David war ein junger Mann. Goliath war ein Riese, ein Krieger. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Alle hatten Angst vor Goliath. Und David sagt, ey, ich habe keine Angst. Warum hatte er keine Angst? Weil er Gott kannte. Er sagt, hey, ich war in so vielen Herausforderungen als Hirte. Gott hat mir geholfen, als ich meine Schafe beschützen musste vor den Bären und vor den Löwen. Der Gott, der bei mir war, bei den Bären und bei den Löwen, was ich auch schon irgendwie gefährlich finde, ehrlich gesagt. Wir haben schon in Malawi riesen Kakerlaken töten müssen. Das war schon spannend, aber auch lustig, wenn sie, naja, ich sage nichts, diese Erde verlassen haben. Also, aber David hatte keine Angst, nicht einfach so, weil er ein Held aus sich heraus war, sondern er kannte seinen Gott. Und du kennst nur deinen Gott, wenn du ihm begegnest. Das klingt so fromm, er war ein Mann von Gottes Gegenwart. Ja, was heißt das? Er war jemand, der gerne mit Gott zusammen war. Jede Freundschaft, jede Beziehung, jede Ehe, auch Eltern-Kind-Beziehungen. Eine Beziehung wächst, wenn du mit einer Person zusammen bist, wenn du Zeit mit ihr verbringst. Da wachsen Herzen zusammen. David kannte Gott, weil er mit ihm zusammen war, weil er Gott begegnet ist und deswegen war er stark, weil er Gott kannte. Er liebte es, bei Gott zu sein. Also dieses bisschen fromme, ein Mensch, der die Gegenwart Gottes liebt, meint, David liebte es, mit Gott zusammen zu sein und Gott zu erleben, von Gott zu hören. Amen. Man kann das überall in seinem Leben sehen. Wir schauen uns eine kurze Geschichte zu seinem Leben an. Die nächste Überschrift: Wir sehen bei ihm, dass die Herrlichkeit, Gottes Gegenwart, wirklich die manifeste Kraft Gottes auch, also das Wort Herrlichkeit in der Bibel steht dafür, dass Gott da ist, dass seine Kraft da ist, auch seine wunderwirkende Kraft. Diese Tatsache, die war im Zentrum von Davids Leben. Er wollte das unbedingt. Also presence-centered, sagt man manchmal auf Englisch. Also die Gegenwart ist das Zentrum. Wir sind konzentriert auf das Wirken Gottes in unserer Mitte. Kurz Pause, auf diese Konferenz jetzt bezogen. Ich liebe es zu lehren, ich liebe es zu predigen, ich liebe es, Dinge zu erklären. Und das braucht es, das ist biblisch, dass wir unterweisen, dass wir das Wort Gottes erklären und predigen. Aber es ist noch viel zentraler, dass Gott auftaucht, Amen. Als das eine, weißt du, diese Frau, die da in Kenia war, diese Missionarin, die Kernaussage, die Gott auf dem Boden, als sie da lag, ihr gesagt hat, ist: Er hat ihr gezeigt, in ihr Innerstes hinein, ich war die ganze Zeit an deiner Seite. Wenn du die Bibel liest, dann weißt du, Gott ist da. Amen. Es ist was ganz anderes, wenn Gott es in dein Innerstes durch seinen Geist hineinspricht und dich ganz tief drin berührt, wo du gar nicht drankommst. Amen. Wir brauchen nicht nur überredende Worte, wir brauchen es, dass Gott kommt und dass wir das, was wir vielleicht intellektuell wissen, spüren, erleben, fühlen. Es reicht nicht, dass du weißt, Gott heilt. Du brauchst die Kraft Gottes, die auf dich kommt und plötzlich bist du gesund. Amen. Das ist, was wir brauchen. Gab es auch einen Mann, der allergisch war gegen so eine afrikanische Frucht.
Und dann kam er am dritten Tag zurück mit seinen Zeugnissen, dass er einkaufen gegangen ist, sich bewusst diese Frucht gekauft hat und jetzt kann er sie essen und es ist alles gut. Preis dem Herrn. Davor ist noch sein Magen heiß geworden, also ist immer gut, wenn du Feuer Gottes spürst. Also wir brauchen Gottes Kraft, Gottes Reden, Gottes Gegenwart, Gottes Nähe im Zentrum unseres Lebens. Und wie gesagt, in Davids Leben sehen wir das überall. Ich möchte euch an einer Geschichte zeigen. Dafür müssen wir diesen Begriff Bundeslade einmal kurz erklären. Es gab im Alten Testament einen goldenen Kasten. Die meisten von euch kennen das, aber nicht alle. Ist nicht schlimm. Ist ein Kasten aus Holz, der wurde mit Gold überzogen. Und Gott hat gesagt, dort, wo dieser goldene Kasten ist, der wurde von Priestern getragen damals. Und dort, wo dieser Kasten war, dort war Gott gegenwärtig. Das war einfach so. Also das war wie so ein Symbol, aber es war mehr ein Symbol. Es war dort, wo der Kasten war, dort war Gott. Wir lesen davon in 2. Mose 25, 22. Da heißt es, bei diesem goldenen Kasten, dort werde ich dir begegnen und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israels aufgetragen habe oder auftragen werde. Also Gott sagt, dort wo dieser Kasten ist, werde ich dir, damals Mose, begegnen. Ich werde zu dir reden, du wirst mich hören und ich werde dir dort Weisung und Wegweisung geben. Das gilt für uns heute im gleichen Kontext. Die Bundeslade war im Alten Testament, heute ist es anders, aber Gott will zu dir reden, Gott will dir begegnen. Und zwar egal, wie wichtig oder wie wichtig deine Position in der Gesellschaft ist oder wie unscheinbar oder was auch immer deine Verantwortung ist, aber das ist für uns alle. Im Leben von Mose, der war ein Leiter, wenn du Verantwortungsträger bist, du brauchst das. Du brauchst das, dass Gott dir begegnet und dass Gott zu dir redet. Und an diesem Ort hat Gott damals gesprochen. Amen, haben wir das? Zweitens, wenn diese Bundeslade da war, dieser goldene Kasten, dann war Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft, Gottes Wunderwirkungen da. Braucht irgendjemand Gottes Kraft, Gottes Wunderwirkungen? Ihr wisst genau das Ding mit dem Foto. Also der Himmel macht ein Foto. Nicht, dass du nicht streckst, wenn der Himmel guckt, wer seine Kraft braucht. Also dort, wo der Kasten war, war Gottes Kraft, Gottes Reden, Gottes Wunder, Gottes Führung. Wir lesen mal ein Stück zusammen, 1. Samuel 4. Damals sind sie in den Krieg gezogen und wir lesen mal ein ganzes Stück zusammen, dass wir es quasi live aus der Bibel gemeinsam lesen, auch ihr in Mazan. Israel zog aus den Philistern entgegen zum Kampf und sie lagerten sich dort und dort, Vers 2. Und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf und der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern geschlagen und sie erschlugen in den Schlachtreihen auf dem Feld etwa 4000 Mann. Also damals kämpfen sie und Israel verliert erstmal, Vers 3. Als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Also sie wundern sich, hey, wieso haben wir verloren? Wieso, obwohl wir Gott kennen, damals das Volk Gottes, aber das gilt für uns auch heute. Hey, du kennst vielleicht Gott, du vertraust Gott. Wieso ist hier kein Durchbruch? Wieso geht's hier nicht weiter? Wieso haben wir hier verloren? Wieso blockiert hier etwas? Das war die Frage. Also warum geht's nicht weiter? Das kennen wir alle. In unseren Familien manchmal, im Beruf, in der Berufung, in einem Bereich, wo wir Gott vertrauen. Irgendwie geht's nicht weiter. Also warum? Gute Frage. Sie sagen, lasst uns von Silo, das ist ein Ort, die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte kommt und uns aus der Hand unserer Feinde rettet. Kurz innehalten. Also die Ältesten sagen, wir kommen nicht weiter, was können wir tun? Lass uns diese Bundeslade, den goldenen Kasten holen. Aber für was steht der goldene Kasten? Lass uns den Herrn in unsere Mitte holen. Lass uns den Herrn in unsere Mitte holen, damit er uns rettet. Wir brauchen Gottes Gegenwart in unserer Mitte, damit wir Durchbrüche haben. Amen. Da sandte das Volk nach Silo. Man brachte von dort die Lade des Bundes, des Herrn, des Herrscharen, der über den Cherubim thront. Cherubim ist eine besondere Art von Engeln. Und die beiden Söhne Elis, Hafni und Pinhas waren dort bei der Bundeslade Gottes. 5. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Und die Philister hörten das laute Jauchzen und riefen, was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und sie erkannten, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister und sagten, Gott ist ins Lager gekommen. Und sie sagten, wehe uns. Das ist doch gut. Also die haben was verstanden. Manchmal mehr als wir. Erstens, wenn Gottes Gegenwart da kommt, ist es total legitim zu jauchzen und zu jubeln. Amen.
Es gibt so vier Hauptauswirkungen, wenn Gottes Herrlichkeit da ist. Stille, lesen wir immer wieder in der Bibel, Stille. Man ist still, weil seine Herrlichkeit so da ist. Ehrfurcht, Jauchzen, Jubel und Tränen, Weinen. Alles total biblisch. Alles hat seinen Platz und wir brauchen alles. Amen. Also wenn du gut im Jauchzen bist, ist Stille für dich mal gut oder Tränen. Wenn du gut im Heulen bist, ist Jauchzen und Jubeln mal gut. Also alles gehört dazu. Die jubeln. Amen. Und sie wissen, wow, wenn die Bundeslade da ist, dann ist Gott da. Und jetzt wissen sie, ach du liebe Zeit. Das ist, was sie verstanden haben. In diesem Kontext tatsächlich, oder wir lesen mal noch ein Stück weiter, wehe uns, solches ist bisher noch nicht geschehen. Nochmal, Vers 8, wehe uns. Wer wird uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes retten? Das sind die Götter, die die Ägypter mit allerlei Plagen in die Wüste schlugen. Und jetzt ermutigen sie sich, hey, lass uns tapfer sein, wir Philister, dass wir nicht verlieren und nicht den Hebräer dienen müssen. Sie wussten, dieser Gott der Israeliten, dem ist alles möglich. Der hat die Ägypter geschlagen, der hat das Meer geteilt. Tatsächlich hat das Volk Gottes in dieser Geschichte verloren. Ist ganz spannend, warum? Ist eine Lektion in sich, werden wir irgendwann mal aufgreifen, ist auch eine Grundlage. Aber eigentlich haben sie es richtig wahrgenommen. Wenn Gott ins Lager kommt, wenn seine Herrlichkeit kommt, dann verändert sich alles. Das heißt, nächste Folie, wenn die Bundeslade vor Ort ist, ist Gott vor Ort. Und die Bundeslade ist ein Symbol von Gottes Herrlichkeit. Wir sehen es in der Bibelstelle, die hier steht, 1. Samuel 4. Sie verlieren in diesem Fall, wie gesagt, du solltest dir mal durchlesen, warum. Klammer auf, weil die geistliche Leiterschaft zu dem Zeitpunkt in Kompromissen und Sünde und Gottlosigkeit lebt. Klammer zu. Es ist so wichtig, dass wir diesen Schatz nicht nur hier haben, sondern dass wir als seine Kinder auch dementsprechend leben. Amen. Wenn du in Leiterschaft bist, dass du ein Leben lebst, das vor Gott aufrichtig ist. Nicht perfekt, aber heilig und rein und aufrichtig vor Gott. Amen. Ah, ist zu leise. Amen. Wir brauchen das. Es reicht nicht, dass im neuen Bund etwas verfügbar wäre, sondern dass wir so leben, dass das, was möglich ist, auch wirklich möglich wird in unserer Mitte. Amen. Weil sie damals falsch leben, verlieren sie die Bundeslade. Und hier heißt es dann, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Also weil die Lade weggenommen worden ist, ist die Herrlichkeit nicht mehr da. Ich sag's nochmal, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das Schlimmste, was dir in deinem Leben passieren könnte, ist, dass die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, die durch den Heiligen Geist in deinem Leben ist, verschwindet. Das Schlimmste, was uns passieren kann als Kirche, ist, dass wir religiöse Abläufe haben, aber Gott nicht da ist. Dass wir die richtigen Dinge tun, ohne Gott in unserer Mitte. Ich kann da jetzt gar nicht überall hin. Zur damaligen Zeit wird die Bundeslade geklaut. Sie kommt dann zurück, weil sie quasi bei den Feinden noch mehr Probleme macht. Boah, das ist auch eine Predigt in sich, das ist wunderbar. Die merken, die Bundeslade ist dort und dann bekommen sie lauter Probleme, die Feinde, und dann sagen sie, oh, weg mit dem Ding, das bringt nur Ärger, bringt's auch. Die Herrlichkeit Gottes bringt seinen Kindern Segen und seinen Widersachern Probleme. Amen. Nochmal, die Herrlichkeit Gottes bringt Segen für sein Volk und Probleme für seine Widersacher. Deswegen merken sie, oh, wir wollen den Kasten doch nicht haben. Sie bringen es zurück nach Israel und dann wird es in einem Privathaus gelagert von Abinadab und dort bleibt die Bundeslade, sage und schreibe, 20 Jahre. 20 Jahre. Warte, ihr müsst mitkommen. Die Herrlichkeit Gottes, dort, wo Gott redet und spricht, wo Wunder passieren, das, um was es geht, Gott, ist in einem Privathaus und ist dort für 20 Jahre. Parallel gab es aber den Ort, den Mose aufgerichtet hat, wo Gottesdienste waren, wo man Waschungen gemacht hat, Brote gegessen hat, Öl angezündet hat. Das ganze religiöse System ist weitergelaufen, aber Gott war da gar nicht. Gott war dort im Privathaus, aber hier ist der ganze Zirkus, verzeiht, weitergelaufen. Das ist nicht, um was es geht. Wir brauchen nicht irgendwelche frommen Betätigungen. Wir brauchen Gott in unserer Mitte. Amen. Hauskreis um des Hauskreises willen bringt nichts. Es ist toll, dass ihr euch seht, toll, dass ihr gut esst, toll, dass ihr selbstgebackenes Brot habt. Wunderbar. Gott segne euch. Aber Gott muss da sein. Also es ist toll, dass wir Gemeinschaft haben. Ich liebe Gemeinschaft, dass wir uns sehen. Aber Gott muss da sein. Hey, dass wir ein Tag- und Nachtgebet haben, das ist kostbar, das ist wunderbar. Aber Gott muss da drin sein. Jeder hat mal eine Schicht, die trocken ist. Jeder hat mal eine Schicht, die herausfordernd ist. Aber grundsätzlich sollten wir diese Dinge, die wir tun, so tun, dass wir merken, ich begegne Gott, ich erlebe Gott, Gott redet zu mir. Und wie gesagt, es gibt immer mal Trockenphasen, aber das sollte nicht der Standard sein. Irgendjemand,
Einverstanden? Amen, Amen, Amen. Das ist, wie es sein sollte. Damals 20 Jahre weg, Saul wird König und es kümmert ihn gar nicht. Wir lesen nicht einen Satz von ihm, wo die Bundeslade ist. Er ist König, er hat alle Macht der Welt. Er fängt seine Herrschaft an unter Gott. Und das, was der Game Changer ist, die Bundeslade, die Herrlichkeit, das Reden Gottes, die Wunder, er stellt sich nicht die Frage, wo sie ist. Es kümmert ihn nicht, er sucht sie nicht. Wir lesen einfach nichts in seiner kompletten Regentschaft von der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Nichts. Das Kostbarste, was wir haben, ist seine Gegenwart. Zwei Bibelstellen, die das ausdrücken. Psalm 44, 4. Nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen. Bitte kurz Pause. Hier geht es um Land damals, das Land Israel, was Gott Israel versprochen hat. Punkt. Gott hat diesem Volk dieses Land versprochen. Er hat gesagt, ihr werdet in die Welt vertrieben werden und ich werde euch am Ende der Tage wieder sammeln. Die Tatsache, dass Israel nach 2000 Jahren in sein Land zurückgekehrt ist, ist in sich ein Zeichen der Zeit. Amen. Und nur, dass ihr es wisst, dieser Spruch, der manchmal so daherkommt, ja, from the river to the sea, vom Jordan bis zum Mittelmeer, wenn dieser Teil, was es bedeutet, ist, wenn Leute sagen, ja, das soll frei sein, dann bedeutet das, wir wollen die Juden ins Meer treiben. Das ist nichts Neutrales. Das hat was mit einer Auslöschung von Gottes Volk zu tun. Gott hat beschlossen, wem dieses Land gehört. Gott hat auch beschlossen, wie Israel mit fremden Leuten umgehen soll. Absolut. Geh mal dorthin, dann siehst du, wie aufrichtig auch ein weltlicher Staat alles macht. Natürlich ist es nicht alles perfekt, aber dann siehst du, dass Dinge anders gelagert sind, als sie manchmal scheinen, Klammer zu. Damals hieß es, nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen. Nicht ihr Arm hat sie gerettet. Pause bitte. Das gilt für dein Leben, deine Berufung. Das, was du dir wünschst, da, wo du Antworten brauchst, das Haus, für das du glaubst, die Lösung, die Antwort, der Rechtsstreit, den du hast, die Beförderung, dein Land, bildlich gesprochen, was Martin gepredigt hat. Das war übrigens meine Einleitung. Die habe ich vergessen, aber sie steht im Skript. Die Predigt von Lukas und Martin die letzten beiden Mal war doch fantastisch. Lass uns denen noch mal einen Applaus geben. Wirklich. Und wenn du sie nicht gehört hast, du darfst jeden Podcast der Welt hören. Wirklich. Aber es ist total gesund, wenn das dein Haus ist, an dem dran zu sein, was Gott hier redet. Weil Gott redet durch seinen Geist zu seinen einzelnen Ortsgemeinden zuallererst. Und das, was wir dort gehört haben, ist für uns wichtig. Für jeden Einzelnen von uns. Mich haben diese Predigten gesegnet. Dich segnen sie auch. Und wenn du dann noch Kappa hast, dann kannst du den Rest der Welt anhören. Amen. Klammer zu. Also, dieses Land, was Martin spricht, wo wir Verantwortung haben, da, wo wir stehen im Alltag, wo wir heilige Hände heben, dieses Land, das nehmen wir nicht ein durch unser Schwert. Das ist unser Kampf, unsere Kraft. Nicht durch unseren Arm, unsere Cleverness, unsere Allianzen, was wir alles tun können zuallererst. Das Prinzip gilt immer. Sondern die Durchbrüche in unserem Leben, die Antworten in unserem Leben, die Wunder in unserem Leben, die geöffneten Türen in deinem und meinem Leben, egal wie es gelagert ist, kommen durch deine Rechte. Das ist Jesus und der neue Bund. Durch deine Rechte, durch das, was dir in Jesus gehört. Er ist die Rechte Gottes. Durch deinen Arm, Herr, und das Licht deines Angesichtes. Das Licht deines Angesichtes, das ist die Herrlichkeit. Die Durchbrüche in deinem und meinem Leben kommen, weil Gottes Herrlichkeit in deinem Leben verfügbar ist. Warum? Weil er Wohlgefallen an dir hat. Amen. Dreht euch mal zueinander und sag deiner Nebenperson, der Herr hat Wohlgefallen an dir. Wirklich, der Herr hat Wohlgefallen an dir. Der Herr liebt dich. Der Herr hat Wohlgefallen an dir. Hier sagt der Psalmist, die Durchbrüche in meinem Leben ist nicht mein Arm, nicht mein Schwert, nicht mein Intellekt, nicht mein Cleverness, nicht mein Vitamin B, nicht meine Möglichkeiten, nicht meine Familiendynastie. Nein, meine Gunst, meine Durchbrüche, meine Antworten kommen, weil seine Rechte, Jesus, sein Arm und das Licht seines Angesichts, seine Herrlichkeit in meinem Leben verfügbar ist und da ist. Amen. Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass die Herrlichkeit nicht da ist. David betet im Psalm 51, 12, 13. Er sagt, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Die Betonung ist nicht, ja, aber können wir ja gar nicht verlieren. Der Punkt ist, er sagt, das ist mein größter Schatz, ich will ihn nie verlieren. Ich will das nicht verlieren. Den Geist, deine Heiligkeit, den Heiligen Geist, deine Herrlichkeit, nimm niemals weg aus meinem Leben. Amen.
1. Korinther 6. Du bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du glaubst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und auferstanden ist, wenn du zu Jesus gehörst, du bist nicht Christ, weil du in die Kirche gehst. Du bist Christ, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, wenn du glaubst, dass er auferstanden ist und wenn du das in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund sagst, ja, das glaube ich und Jesus soll der Chef, der Herr meines Lebens sein und du sagst, ich lebe nicht mehr für mich alleine, ich folge ihm jetzt nach und das, was er will, will auch ich. Wenn du das glaubst und das lebst, dann bist du Christ. Du kannst 30 Jahre in Gottesdienst gehen und nicht Christ sein. Die Bibel sagt, du musst von Neuem geboren werden. Amen. Wenn du von Neuem geboren wirst, dann, sagt das Wort Gottes, wirst du ein Tempel, eine Wohnung für Gottes Geist. Wir lesen gemeinsam 1. Korinther 6, Vers 17. Wer dem Herrn anhängt, das Wort anhängen ist das Wort, wie wenn Mann und Frau sich ganz lieb haben und eins werden. Darum geht es. Das ist das Bild, was dort verwendet wird. Dieses Bild wird hier gebraucht. Wer dem Herrn anhängt, zusammenkleben, zementieren, fest zusammenrücken oder zusammenhalten. Also wer dem Herrn anhängt, zu ihm gehört, der ist ein Geist mit ihm. Also ihr beide werdet wirklich eins. Deswegen sagt Paulus, flieh der Unzucht. Unzucht ist Porneia, da steckt schon ein Wort drin, Porno, Pornografie. Unzucht ist alle sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist das Wort, was da steht. Alles, was mit Sex zu tun hat und nicht im Bund der Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau, egal ob du es allein machst oder es dir anschaust oder mit anderen oder mit mehreren, völlig wurscht, ist alles Porneia. Und er sagt, wenn du mit Gott eins geworden bist, hau ab davon. Das hat mit deinem Leben nichts zu tun. Das zerstört dich, das macht dich kaputt, niemals satt und es hat mit deinem König nichts zu tun. Wenn du Hilfe brauchst, rede mit uns, dass du abhauen kannst. Es zerstört nur und Jesus hat ein viel besseres Leben. Amen. Jede Sünde, sagt Paulus, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer in Porneia lebt und das treibt, sündigt gegen diesen eigenen Leib. Er meint wirklich deinen Körper. Der Körper im Christentum ist enorm wichtig. Deswegen versucht die jüdische Armee, jeden Leichnam nach Hause zu holen. Wir sagen, er ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Dein Körper wird auferstehen eines Tages. Gott liebt deinen Körper, du solltest ihn auch lieben. Amen. Wirklich, wenn du das Ding nicht sehen kannst, dann will Gott dir Heilung geben. Du sollst dich und deinen Körper lieben können und versöhnt sein mit deinem Körper. Amen. Halleluja. Sowas von wahr. 19. Wisst ihr nicht, dass euer Körper, euer Leib, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes in euch, den ihr von Gott habt. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Du bist um einen Preis erkauft worden. Verherrliche Gott mit deinem Körper. Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir jetzt mal kurz uns das anschauen. Im Alten Testament ist es der goldene Kasten. Wo der goldene Kasten ist, ist die Herrlichkeit Gottes. Da redet Gott, da spricht Gott, da wirkt Gott Wunder. Im Neuen Testament, wenn du mit Jesus lebst, dieser neue Vertrag, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, das ist dieses Wort neuer Bund. Bund kennt man nicht so. Es ist ein neuer Vertrag. Gott hat einen neuen Vertrag, einen besseren Vertrag geschlossen, sagt der Hebräerbrief mit uns Menschen. Er sagt, ich vergebe euch eure Sünden. Ihr kriegt ein neues Leben und mein Heiliger Geist, diese Herrlichkeit, die wird nicht nur irgendwo sein, die wird in dir sein. Dein Körper ist das Haus, wo Gottes Herrlichkeit wohnt. Das ist fantastisch. Amen. Ist auch hier drin ist also auch das Reden Gottes, die Weisung Gottes, die Wunder Gottes, die für dich passieren sollen, aber auch durch dich passieren sollen. Und dann Epheser 2,20, nicht nur du bist der Tempel des Heiligen Geistes, auch wir zusammen. Wir als Kirche, wir als Gemeinde, wir sind nicht einfach ein Treffen Sonntagmorgens oder Sonntagabends. By the way, wir überlegen ein, zwei Standorte nächstes Jahr zu gründen. Das wird ganz spannend, auch was die Uhrzeit angeht für manche. Klammer zu, jetzt bist du gespannt. Nach der Werbung geht's weiter. Wir zusammen sind der Leib Christi. Wir sind der Körper von Jesus, sagt das die Bibel. Wir lesen, ihr seid aufgebaut, wir auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Jesus selber ist in diesem Bau der Eckstein. Also der Eckstein damals war der Stein, an dem alles ausgerichtet wird. Den musstest du richtig nivellieren, richtig reinlegen. Und dann an ihm kannst du alles orientieren und dich daran orientieren. Also er ist das Zentrum, der Eckstein, von dem alles andere ausgerichtet wird.
21. In ihm, also in Jesus, sind wir zusammengefügt. Und dieser ganze Bau, geistlich gesprochen, der ganze Bau wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also wir zusammen sind der Ort als Kirche, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Du bist Träger von Gottes Herrlichkeit und wir zusammen sind der Träger von Gottes Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit, wo die Philister sagen, wehe mir. Diese Herrlichkeit, wo Menschen einfach gesund werden. Diese Herrlichkeit, die Petrus überschattet hat im Neuen Testament und sein Schatten hat die Kranken geheilt. Das ist diese Herrlichkeit. Er sagt, meine Gegenwart ist bei euch. In dieser Herrlichkeit ist alles möglich. Das, was wir in Malawi erlebt haben, wir haben Gottes Herrlichkeit Raum gegeben. Plötzlich fängt sie an zu schreien. Sind wir nur hin und haben gesagt, Freiheit. Husten, husten, spucken. Die haben einen neuen Dienst, vielleicht brauchen wir den auch. Dann kommt jemand mit Wischmopp und räumt alles weg. Aber dann war sie frei. Gut, vielleicht brauchen wir das auch. Aber dann war sie frei in Gottes Herrlichkeit. Es war völlig unkompliziert. Das ist, wenn Gottes Herrlichkeit da ist. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen nicht, wie Paulus sagt, zuallererst überredende Worte, obwohl Bibellehre zutiefst zentral ist. Wir brauchen nicht links und rechts, wir brauchen ganz viel von diesen Dingen, aber in allem, was wir tun, brauchen wir die Herrlichkeit Gottes. Amen. Wisst ihr, in Erweckungsgebieten ist es so, die beschreiben das oft so. Wir haben das getan, was wir immer getan haben. Aber als Gottes Herrlichkeit tiefer und mehr und vermehrt gekommen ist, sind plötzlich ganz andere Dinge passiert. Es ist die Diakonie wie jetzt, aber als sie dann kommen, um zu essen, kommt plötzlich die Herrlichkeit und fällt auf sie und sie liegen da hinten dann einfach 3 Stunden und danach sind sie frei von Alkohol. Wir hatten einen Mann, ich weiß jetzt gerade nicht, wo es war, der wirklich getrunken hat sein ganzes Leben und dann kam die Herrlichkeit Gottes auf ihn und dann ist einfach seine Sucht weg gewesen. Er war wirklich frei von dieser Sucht. Komplett frei von dieser Sucht. Ich glaube an Reha, ich glaube an Neudenken, an neue Dinge einlernen, an Gemeinschaft, die wir brauchen. Wir wollen unbedingt dieses Haus hier in Pankow haben. Da gibt es ein Haus, an dem wir seit 19 Jahren dran sind, ungelogen. Vor 19 Jahren haben wir von einem Haus geträumt in Pankow. Und das wollen wir unbedingt haben, um dort einen Ort für Obdachlose und Drogenabhängige zu haben, dass Menschen dort heil werden können, dass sie rauskommen können. Also dafür dürft ihr auch beten, wenn ihr dran denkt. Manche wissen die Details. Und das ist wunderbar, Barmherzigkeit. Aber diese Herrlichkeit, wo sie dann einfach da hinten frische Brötchen bekommen, aber plötzlich die Kraft Gottes kommt und dann liegen sie da einfach. Und wenn sie aufstehen nach dem Gottesdienst, sind sie neue Menschen. Das ist, was Herrlichkeit macht. Das ist, wenn Herrlichkeit zunimmt. Das, was Randy Clark aus Brasilien erzählt. Er sagt, Brasilien ist etwas so offen, wirklich so offen. Das ist, wenn der Himmel über Ländern aufgeht, dass er sagt, wenn sie dorthin gehen auf eine Missionsreise, in der Regel sind es bis zu 40 Tumore, die unter ihren Händen wegschmelzen. Wegschmelzen, spürbar, sichtbar. Das ist total gut, sich auf den Weg zu machen an Orte, um sowas zu sehen, dass dein Glaube explodiert. Amen. Du kannst auch das Wort lesen, weil da drin sind auch Stories und das lässt dein Glauben explodieren. Aber es ist so gut, das zu schmecken und das zu sehen. Das ist, was wir brauchen. Ich bin Gott so dankbar für das, was da ist. Aber mein Gebet ist immer und immer und immer und immer wieder mehr. Wer hat, dem wird gegeben werden. Wir haben, absolut, wir haben. Freunde, ich sage das nicht, damit wir uns selber gefallen, sondern ich bin so dankbar für die Zeugnisse aus unserer Mitte, aus dem Land, Dinge, die wir zugeschickt bekommen, Orte, wo wir mit Teams hingehen, überall im ganzen Land. Es passieren Dinge, dass Gott uns die Gnade gibt, dass wir Orten dienen und plötzlich passiert es dort. Wir werden bald ein Video sehen, auch von einem Ort, wo Gott einfach wunderbare Dinge tut. Das hat mit dem zu tun, was Gott uns geschenkt hat. Und nicht nur uns, 100 anderen Orten genauso. Es ist ja Jesus. Aber es ist ein Privileg, aber es gibt mehr. Und wir brauchen mehr von dieser Herrlichkeit und wir wollen mehr von dieser Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist unser Zentrum und wird es immer bleiben. Amen. Warum singen wir 25 Minuten? Heilig, heilig. Weißt du, du kannst sagen, haben wir ja schon 25 Minuten gesungen. Und es ist auch gar nichts falsch, dass wir ein nächstes Lied singen könnten. Aber es gibt diese Momente, da stehen wir vor Gott. Und das siehst du im Alten Testament. Es gibt einen Vorhof, da jubeln die, kann ich jetzt nicht ganz erklären. Dann gibt es einen nächsten Ort, wenn sie Gott anbeten, ein Heiligtum. Da gibt es Waschungen und verschiedene Dinge. Und dann gibt es einen Ort, wo Gott selber ist, das Allerheiligste. Das ist, wo diese Herrlichkeit ist.
Da ist gar kein anderes Licht mehr oft gewesen. Da war der Herr selbst, da wurde es oft still. Da macht der Herr ganz viel, das, was wir brauchen. Wir brauchen es, dass wir als Kirche diesen Ort kreieren, dass wir das als heilig erachten, dass wir es vor Augen halten, als wertvoll vor Augen haben. Und dass wir auch, wenn wir gemeinsam anbeten, wenn wir zusammenkommen, dass wir das im Fokus haben und dieser Herrlichkeit und dieser Gegenwart Gottes dienen. Amen. Ich möchte, dass die Band schon nach vorne kommt, der Zeit wegen. Ich möchte es abrunden. Davids Priorität ist unsere Priorität. Davids erste Amtshandlung, eine seiner ersten Amtshandlungen, ganz im Gegensatz zu Saul, ist, als er König über ganz Israel wird, fragt er sich, wo ist die Bundeslade? Das Erste, er sagt, wo ist Gottes Herrlichkeit? Ich will dieses Reich nicht regieren ohne Gottes Herrlichkeit in meiner Mitte. Hey, deine Familie, deine Arbeit, dein Start-up, dein Unternehmen, deine Berufung, deine Gemeindegründung, deine Campusgründung, dein Missionsding, was du in Mecklenburg starten möchtest oder wo auch immer, bitte start etwas in Mecklenburg. Ganz egal, was Gott dir gegeben hat, mach es nicht ohne Gottes Herrlichkeit. David hat gesagt, die Herrlichkeit muss im Zentrum sein. Wenn Leute von uns aus gehen werden und gesandt werden, weil Gott sie beruft, das Zentrum muss sein, unser Wert ist. Die Herrlichkeit Gottes ist im Zentrum von jeder Arbeit, die wir starten wollen und werden. Amen. Das ist, wenn so ein neuer Kanzler kommt, dann hat er so ein erste 100-Tage-Programm, erste Amtshandlung, erste Auslandsreise. Geht die nach Paris oder London oder nach Polen? Das sind immer solche Statements. Was ist deine Priorität? Die Priorität bei David ist Gottes Herrlichkeit. 2. Samuel 6. David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn der Herrscharen, über dem die Cherubim thronen, ausgerufen worden ist. David sagt, ich will die Bundeslade im Zentrum haben. Wir überspringen die nächste Bibelstelle. Wir gehen auf 2. Samuel 6, Vers 17. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und sie stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hat. David hat ein Zelt aufgerichtet, hat die Bundeslade dort reingestellt, was im Alten Testament gar nicht möglich war. Eigentlich durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr dorthin. David hat messianische Offenbarung. Er sieht schon, was kommen wird in Jesus. Alle können Gott nahen. David lebt prophetisch etwas, was zu damaligen Zeitpunkt noch gar nicht geht. Er sagt, hier ist die Herrlichkeit Gottes. Alle, die wollen, können kommen. David stellt 288 Sänger an. 4.000 Musiker, ist ein Millionenbudget. Das war ihr Vollzeitjob. Die Tag und Nacht Gottes Herrlichkeit besingen, ihn anbeten, ihn zelebrieren. Die Auswirkungen sind fantastisch. Sein Reich breitet sich aus, ist ein prophetischer Geist da, Kreativität, Versorgung, Schutz und so weiter und so fort. Am Skript seht ihr alles aufgelistet. Hätte ich heute nicht erwähnt, aber ich habe es euch ins Skript gepackt. Wenn euch die Auswirkungen interessieren und die Bibelstellen dazu, könnt ihr das Skript runterladen oder unter dem YouTube-Link. Die Auswirkung von Gottes Herrlichkeit in deinem Leben, das ist, was du willst. Du willst die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben haben. Wir als Haus wollen es in unserer Mitte haben. Bevor wir es beenden, als David die Herrlichkeit Gottes die Bundeslade ins Zelt holt, läuft beim ersten Mal etwas schief. Beim zweiten Mal justiert David nach. Er versteht, dass die Leviten, die Priester, die Bundeslade tragen müssen. Hört zu bitte, auch in Marzahn noch. Die Herrlichkeit Gottes wird durch Menschen getragen. Das hat mit dir und mit mir zu tun. Und er versteht, dass es ein Protokoll gibt. 6 Schritte, opfern, dieses und jenes. Das ist ein Bild. Ihr erlebt das manchmal hier, wenn Gottes Herrlichkeit kommt, dass es manchmal so wird, nein, warte, wir singen das Lied nochmal. Nee, nicht dorthin. Nein, diesen Teil nochmal. Nein, wir bleiben hier. Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann kommt die Herrschaft Gottes. Und dann kommt, irgendwie wird Jesus Herr und er orchestriert die Atmosphäre. Dann ist es nicht, wir singen und machen, was wir wollen, sondern der Herr kommt und wir folgen der Führung des Heiligen Geistes. Umso mehr Herrlichkeit kommt, umso mehr ist es wichtig, dass wir uns einordnen unter die Führung des Heiligen Geistes. Das muss ein Haus, eine Gemeinde, das müssen Anbeter lernen.
Das ist nicht dann deine künstlerische Freiheit, die im Vordergrund steht, aber ich fühle das so, sondern dann fühlst du, was der Heilige Geist fühlt und mit dem gehst du mit. Und umso mehr du dem dienst, umso mehr lagert sich der Herr, weil wenn der Geist Herr ist, dann kommt Freiheit. Und das müssen wir lernen als Kirche, das müssen wir lernen als Künstler, als Musiker, als Tänzer, als Maler. Wir dienen dem Herrn und seiner Agenda. Das ist, was David verstanden hat. Und das Letzte, beim ersten Mal tanzte David als König in königlicher Pracht. Beim zweiten Mal kam David als Priester. David kam nicht von so einer Herrschaftsposition, sondern er kam als Diener und als Anbeter. Er hat seine Würde zur Seite gelegt und er wusste, wer er ist vor dem Herrn und hat ihn angebetet. Und hat gesagt, ich bin dein Anbeter. Es ist nicht wichtig, wer ich hier in dieser Gesellschaft bin, was meine Rolle ist. Ich bin ein Anbeter, ein Liebhaber Gottes. Das ist, was wir leben. Es gibt ein Protokoll. Wir sind Anbeter, wir sind Priester. Wir sehen, dass es unser Schatz ist. Wir werden es immer im Zentrum lassen. Und alles andere ist gut, aber das bauen wir drumherum. Die Ehearbeit ist drumherum gebaut. Die Diakonie ist drumherum gebaut. Die Evangelisationarbeit ist drumherum gebaut. Das Zentrum ist die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Amen. Lasst uns aufstehen. Bevor ich bete, wenn ihr Kinder habt, müsstet ihr sie jetzt euch auf den Weg machen, sie aus dem Kindergottesdienst holen. Sie sind heute alle im Kopfraum oben, einfach der Zeit halber, weil wir ein bisschen länger in der Anbetung heute waren. Ich möchte jetzt auch schon so ein Abschlussgebet beten für diejenigen, die merken, das möchte ich sacken lassen oder ich muss los oder ich habe noch etwas zu tun heute, was total in Ordnung ist. Vielleicht bist du Gast hier und möchtest ja, das sacken lassen oder du hast bist von jemandem mitgenommen worden und jetzt wollt ihr darüber reden. Wenn ihr los müsst, dürft ihr das total gerne tun. Hinten haben wir heute einen Infostand über unser Tag- und Nachtgebet. Hinten kann man was trinken, sich hinsetzen, das Ganze auf sich wirken lassen. Wenn ihr los müsst, geht mit Gottes Segen in diese Woche. Erlebt Gott, sucht Gottes Angesicht. Aber was wir jetzt machen wollen, wenn du hier bleiben kannst und hier bleiben möchtest, ist, wir werden einfach Gott eine Antwort darauf geben. Wir werden jetzt in ein Lied gemeinsam hineingehen. Dann werden wir die Chance geben, sich mit Gott zu versöhnen. Wenn du nicht mit Gott versöhnt bist, geh noch nicht. Versöhn dich heute mit Gott. Gott möchte sich mit dir versöhnen. Gott möchte dir einen Neuanfang schenken. Gott möchte dir ein neues Leben schenken. Und dann werden wir Gottes Herrlichkeit Raum geben. Und wenn Gottes Herrlichkeit da ist, und es ist sie, dann können wunderbare Dinge passieren. Dann werden Menschen gesund, dann werden Menschen befreit, dann redet Gott, dann gibt Gott Perspektive, Berufung. Es ist eine Zeit, wo Gott Perspektive und Berufung gibt. Gott sendet Menschen an andere Orte. Gott ruft Menschen, neue Dinge zu starten in Unternehmen, als Gemeindegründer, als Campusleiter, als Missionare, in Familie, in Partnerschaft. Gott will reden. Gott will dir zukünftige Dinge zeigen. Gott möchte in dein Herz hineinsprechen. Und wir wollen dem Heiligen Geist einfach gleich Raum geben. Das heißt, wenn du los musst, darfst du gerne gehen. Wenn du Kinder hast, müsstest du sie holen. Und wir alle anderen, wir gehen jetzt erstmal in ein Lied und dann schauen wir, was der Heilige Geist heute noch tun möchte.